Sie ist über 1000 Kilometer weit angereist. Seit 70 Jahren steht sie auf der Bühne. Ihr Platz ist hinter dem Tor. Ah! Nein! Ja, nein. Wer könnte das sein? Sie war mit dir auf feste Tour. Wer steht im Tor, Du ja. hast mit ihr schon Holz gehackt, darüber werden wir gleich sprechen. Die Glocke klingelt oder wie man auf Norwegisch sagt, Glockering, ja? Yeah? Hier ist die wunderbare Wenche Myhre. Wenche! Das nicht. Ich denke und ich fühle mich noch immer jung, pfeif auf die Falten in meinem Gesicht. Ich schau viel lieber nach vorne als zurück. Schau nach vorne. Doch wenn, dann spür ich dabei das große Glück. Es waren gute Jahre, schön. Herzlich willkommen. Ist das schön. Wie schön, dass wir uns sehen. Der Florian hat sich so gefreut, dass du gekommen bist. Wir haben uns schon viel zu lange nicht gesehen. Das ist so schön. So schön. Ja. Aber du siehst genauso aus. Du auch. Ja. Noch hübscher. Er verändert sich gar nicht, unser Florian. Aber du auch nicht. Du bist der Kracher. Wie toll, dass du extra aus Norwegen gekommen bist. Wahnsinn. Verständlich. Und
Florian, ich muss natürlich gratulieren zum deiner 20 Jahre Jubiläum. Dankeschön. Ist fantastisch. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Große Freude. Ihr habt viel zusammen erlebt. Wenn du an die Feste denkst, die du mit Florian gefeiert hast, und gibt es Tourneen? Eine Erinnerung auch der Tourneen, an die du sofort denkst? Also, wir haben so viel Verrücktes gemacht, vom Anfang an bis zum Ende. Ich durfte dann zum ersten Mal nach Norwegen reisen und durfte sie zu Hause besuchen. Und da haben wir bei ihr zu Hause gedreht und wir durften Wenche Möhre privat besuchen. Das ist für mich bis heute einer der schönsten Orte, an denen ich jemals war. Das ist ein ganz, ganz kleines Paradies, das Wenke dort sich geschaffen hat. Und wir durften da bei ihr sein. Das war unfassbar. Und auf der Bühne haben wir sowieso so viel erlebt auf Tournee. Das war immer sehr, sehr schön. Immer sehr, sehr. Habt ihr nicht auch Holz gehackt? Ja. Ja, er hat. Ja, der sieht gut aus, wenn er Holz hackt, oder Wenke? Das wollte ich sehen, nämlich. So, seid ihr bereit? Dann singen wir jetzt, glaube ich, alle zusammen, oder aber vor allem mit euch zusammen, den Song, an den alle denken, wenn Wenke Möhre auftritt, nämlich das Knallrote. Also. Yeah. Gummiboot! Wenke Möhre! Wenke, gib Gas! Yeah. Er hat ein knallrotes Gummiboot, in diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Rotes Gummiboot und erst im Abendrot kommen wir nach Haus. Johnny Depp fühlt sich wie Christoph Kolumbus und hat sogar eine Wacht. Vor den Gefahren der christlichen Seefahrt warnt er mich vor jeder Fahrt. Das Küssen am Boot ist verboten. Ich sage dir auch warum, das Boot ist eine Konstruktion, die kippt beim Küssen um. Und jetzt er hat ein knallrotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Er hat ein knallrotes Gummiboot und erst im Abendrot kommen wir. Rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Er hat ein knallrotes Gummiboot und erst im Abendrot kommen wir nach Haus. Oh, großartig, Wenke! Wenke Möhre! Wenke Möhre auf dieser Bühne! Bravo! Wir machen direkt weiter, mein Gott. Das geht